Ne? Boah, boah, ein Killer. Ja, da geht er in unsere Tobe-Ecke. Also, das letzte Mal, als ihr den Boden gesehen habt, ne, da war ja noch alles voll im Bau. Und das haben wir jetzt daraus gemacht. Wie gesagt, wir haben die ganze Decke, haben wir halt mit Rehgipsplatten festgemacht, haben das dann tapeziert und ein bisschen bemalt. Und auch an den Seiten. Gleich, Carlos, Carlos. Alles bemalt, mit Rehgipsplatten fest. Dann haben wir ein bisschen Deko aufgestellt, Kleiderschränke. Da haben wir noch ein paar Sachen vom Flohmarkt über. Na, fokussieren. Wirst du wohl. So, und das Interessanteste ist, was wir immer machen wollten, hier unsere Kinoecke. Also da haben wir halt eine Leinwand, die wir dann so runterfahren können. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite nämlich jetzt eine Kuschelecke, wo ich auch pennen musste. Das heißt, wir flezen uns da schön hin. Da steht der Beamer, wo der Laptop dann dran ist. Und dann wird hier richtig schön Kino geguckt. Da noch ein Sessel für Papa, der sitzt nicht, der möchte im Sessel sitzen. Ja, und hier stehen halt immer noch die Betten. Nur diesmal halt in einer ganz, ganz anderen Atmosphäre. Ne? Schöner großer Fernseher. Hier haben wir dann so die Abstellecke. Haben wir extra so mit extra einen extra Raum gemacht. Ja, und so sieht das hier mittlerweile aus. Klar steht hier immer noch Krimskrams rum, aber es ist auch einfach nur der Dachboden. Ja, und das ist aus dem Ganzen jetzt geworden. Ihr seht schon, dass die ganze Arbeit hat sich echt gelohnt. Das ist jetzt richtig, richtig wohnig hier oben, richtig schön. Vor allem hier unsere Kuschelecke zum Kino gucken. Da wird meine Schwester heute Abend auch wieder mit Leuten gucken. Ich werde jetzt gleich zu Christoph, ein ganz alter Freund von früher. Und da werden wir jetzt schön die Bundesliga-Konferenz gucken. Wobei wir haben gesagt, wir wollen Dortmund gegen Bremen ganz gemütlich gucken. Und dann uns hinterher die Zusammenfassung angucken und halt versuchen, nicht mitzugucken, mitzukriegen, was so passiert ist. Es ist ja sehr spannend jetzt am Ende. Steigt Holstein Kiel auf? Also steht ja fest, dass sie Relegation spielen müssen. Nur gegen wen? Und heute natürlich, wer steigt ab? Ich bin sehr gespannt. Hoffentlich steigt Hamburg endlich mal ab, damit da endlich mal Ruhe ist. Emma, bist du ein lieber Hund? Bist ein lieber Hund, ne? Ganz braver Hund. Das eine oder andere Stück Fleisch haben wir da. Schöner Gasgrill und ja, so Virtuosen dazu. Bestes Wetter, jedenfalls so am Abend gleich wird gegrillt. Oh, ich freue mich schon. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht gegrillt. We fight! We fight! We fight!
Aaron! Aaron, komm mal her, Großer! Komm her! Hallo! Na, du Riese? Halt dich! Oh. Aber das Ding ist, er droht nur, ne? So wirklich zu beißen tut er nicht. Ja, Carlos. Ja. Oh, jetzt der Tisch. Halt dich. Aaron! Natürlich. Ach Carlos, was hast du denn wieder angerichtet? Hast du wieder alles kaputt gefetzt? Ja? Hast du wieder alles kaputt gefetzt? Mann. Er hat heute Geburtstag. Ein Jahr ist er alt geworden, ne? Ja. Ein ganz lieber, kuscheliger ist er. Ne? Will immer kuscheln, er will immer kuscheln. Und beißen, komm, knapsen. Ah. Voll ungewohnt. Ich habe gerade Feierabend, bin gerade aus dem Auto ausgestiegen hier. Und es ist immer noch voll hell genug, um was zu filmen auf dem Rückweg. Das ist mega ungewohnt. Das ist, da merkt man, es wird Sommer. Es ist sogar ein bisschen bewölkt. Guck mal das. Sieht man das? Schöner Sonnenuntergang. Eben hatte ich den Sonnenuntergang hinter mir im Auto. Also konnte die ganze Zeit im Rückspiegel den Sonnenuntergang angucken. Das war ganz cool. So, ich bin wieder zu Hause in Kiel. Hat alles geklappt. Diesmal ist auf der Fahrt überhaupt nichts passiert. Keine toten Rehe. Ich habe zwei Leute mitgenommen. Der eine ist kurz vorher noch abgesprungen. Eigentlich waren es drei. So habe ich trotzdem die Fahrtkosten wieder drin. Es ist immer einfach praktisch mit Mitfahrgelegenheit. Ich bin gerade hier im Hinterhof, hier in der Wiese. Es ist zu dunkel, ich sehe nicht. Die Wiese, wo ich mit Sammy früher immer getobt habe, wenn er mal bei mir war. Ach, Sammy. Aber heute waren ja auch wieder viele Hunde dabei. Es war wieder sehr schön zu Hause bei meinen Eltern. Es war wirklich sehr schön. Ich habe neue Schuhe bekommen. Mein Vater war ein Fehlkauf. Schöne braune Schuhe. Die sind wirklich schick. Schön sportlich, aber trotzdem schick. Und ja, dann war ich ja jetzt eben gerade noch bei Marcel. Und seiner Frau, wie er immer sagt. Und es war unglaublich. Ich war da, wir hatten uns da verabredet in Schwarzenberg. Ich habe die beiden besucht, erst Wohnung angeguckt. Das, vor allem das eine Zimmer, so schön eingerichtet. Also auch die Gaming-Bilder, so Zelda und Mario Galaxy, so eine riesige Leinwand und sowas. Schön mit Bilderrahmen, also dass es auch richtig gut und edel aussieht. Die Spiele hat eine super Sammlung, die haben super geile, die Wii-Sammlung ist besser als meine, super Nintendo-Sammlung, also wirklich richtig gut, 3DS haben sie auch alles, Wii U, 64 hatte er nicht, aber auch ein paar Gamecube-Spiele. Also, dann haben wir halt gequatscht die ganze Zeit, ein bisschen YouTube angemacht und auf einmal waren die 3 Stunden um, das war, es ist echt, wenn man so mit Leuten da irgendwie absitzt und quatscht, ja, und man versteht sich und alles ist alles gut, dann vergeht die Zeit so schnell, ey. Das nächste Mal muss ich da unbedingt mehr Zeit einplanen. Das war super nett. Nochmal Gruß an euch. Hallo. Ja, jetzt bin ich wieder in Kiel. Jetzt geht's nach Hause. Morgen habe ich immer noch frei. Und mal gucken, morgen zum Friseur. Morgen Abend dann zum Handball. Davor vielleicht zum Fußball, wenn das stattfindet. Müsste aber stattfinden. Morgen dann mal wieder Doppelsport, damit ich dann wieder von den Kilos runterkomme. 1,5 Kilo sind schon wieder runter. Ich habe jetzt mal angefangen, mich da auch mal zu wiegen, damit ich da mal so ein Maß für habe. Und ja, bin jetzt ganz entspannt, werde mich jetzt noch mal in Ruhe um Nachrichten kümmern. Es ist ein bisschen früher als sonst, es ist jetzt gerade mal 11:30. Sonst fahre ich eigentlich immer noch später. Ja, ich hätte ruhig später fahren können eigentlich so im Nachhinein. Aber das war, ich hatte mich halt schon um 10 Uhr da verabredet für die Mitfahrgelegenheit, dass ich die Leute dann mitnehmen kann, sonst wäre ich noch länger da geblieben heute. Wie die Zeit rast. Ich habe das Gefühl, ich war gerade mal eine Stunde da, aber es waren 3. Wahnsinn. Ja, das war's auch schon. Achso, die Disco in Bremen. Ich hatte auf Facebook nämlich noch gepostet, dass ich in der Disco war. Es war das Aladdin in Bremen, da war halt Happy Hardcore.
Und da legte halt jemand auf im Mainstream, den Christoph gut kannte und ich nur so vom Sehen. Dann war da noch die alte Kollegin von früher, mit der wir früher unterwegs waren. Ihr habt den Video gesehen mit diesem pinken Netztop da. Und noch andere, die man so von früher kannte, aber nicht viel. Aber das Problem war, die MCs. Da waren nämlich welche am Mikrofon die ganze Zeit und die haben die Klappe nicht gehalten. Und so, gerade bei der Musik, wenn so ein MC dabei ist und das gut macht und auch mal Stimmung macht, so wie im anderen Floor war das zum Beispiel ganz okay. Aber hier beim Happy Hardcore will man nicht die ganze Zeit jemanden brabbeln haben. Und vor allem nicht in den ruhigen Passagen, wenn die Mellow anläuft. Die haben die Fresse nicht gehalten, die haben nur gelabert. Ich konnte mich gar nicht auf die Musik einlassen. Es wurden geile Tracks gespielt. Normalerweise wäre ich voll am Tanzen gewesen, aber ich stand da nur, du hast nur das Gebrabbel gehört. Das hat, und dann habe ich von den anderen gehört, dass die immer da sind, diese MCs, und das total nervig sei. Und das hat mir alles kaputt gemacht. Dann kamen die englischen DJs und die haben dann die Anlage so aufgerissen, dass es so laut war. Ich weiß nicht, ob es das Alter ist. Wir haben gemerkt, wir sind mittlerweile zu alt für sowas. Aber ich fand es geil, dass wir es überhaupt gemacht haben, nach Bremen gefahren und wieder zurück. Die Party war scheiße, viel zu viel Eintritt. Man muss, habt ihr das gesehen? Ich habe das leider, die Qualität von dem Schild ist scheiße, aber da steht tatsächlich Austritt 2 Euro. Das heißt, du musst 2 Euro bezahlen, um an die frische Luft zu gehen und wieder rein zu dürfen. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. So was habe ich noch nie gehört. Also unfassbar da. Naja, aber so waren wir auch mal wieder so feiern. War ein Erlebnis auf jeden Fall. So, ich werde jetzt hoch, werde mich nochmal ein bisschen im Internet angucken, was da so... Also, ich werde nicht mich angucken, sondern umgucken im Internet, was ich so an Nachrichten bekommen habe in der Zeit. Vielleicht setze ich mich noch an ein Video, ich habe Bock. Und wir sehen uns die Tage. Ciao.